wir befinden uns gerade auf dem Forschungsboot Sally. Das gehört dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Und das Schiff wird jetzt gerade ferngesteuert von einem Arbeitsplatz, der in Zukunft darauf ausgelegt ist, ein Baggerschiff im Emder Hafen fernzusteuern. In Nordseehäfen, wie zum Beispiel in Emden, muss kontinuierlich gebaggert werden, weil durch die Gezeiten stetig Schlick eingetragen wird und die Gewässer dadurch nicht mehr befahrbar sind. NPOTS ist die Dachgesellschaft für viele Häfen in Niedersachsen. Rund 15 Standorte betreuen wir, aber Emden ist der größte Hafen, den wir in der Niedersachsen-Ports-Gruppe haben. Ich finde es total toll, dass wir das Projekt Amesia aufsetzen durften. Denn darum geht es ja, wie können wir hier an unserem Standort die Zukunft gestalten und wie können wir Innovationen umsetzen. Und das haben wir mit dem Projekt Amesia geschafft. Wir haben viele Sedimente im Hafen Emden, die wir entnehmen dürfen oder mit unserem Emder-Verfahren rezirkulieren. Und dadurch, dass wir hier so an der Nordsee liegen und das eingetrieben wird, haben wir natürlich mit diesem Thema ganz viel zu tun, wie alle anderen norddeutschen und weltweiten Häfen auch. Das Rezirkulationsverfahren führt dazu, dass man keine Sedimente entnimmt, sondern man vermengt sie wieder und lässt sie wieder zurück. Das ist weniger aufwendig, wir haben weniger CO2-Ausstoß dadurch und wir müssen natürlich auch die Natur berücksichtigen und die Natur bleibt in ihrem Element, nämlich dem Hafenbecken. Wir haben insgesamt 3 Jahre lang im Emder Hafen verschiedene Automatisierungslösungen ausprobiert und unser Forschungsboot Sally auf 3 Automationsstufen ausgerüstet, sodass wir ferngesteuert ohne nautisches Personal an Bord die Sally betreiben können. Dafür haben wir kamerabasierte KI-Systeme zur Kollisionsvermeidung implementiert in das Boot, laserbasierte Systeme zur Objektdetektion hier an Bord sowie intelligente Bahnführungs- und Steuerungssysteme, die uns das hochautomatisierte Navigieren erleichtern und überhaupt auch erst ermöglichen. Zum einen liefern die Sensoren die Informationen, wo ist das Schiff genau. Das zweite ist, sie liefern auch ein Umgebungsbild, nämlich sie schauen, was in dem Hafen gerade so passiert, was dort entsprechend für Aktivitäten sind oder ob da ein Objekt im Wasser schwimmt, was wir vorher nicht gekannt haben. Und sie unterstützen uns dabei, während der Fahrt den Hafen hochgenau zu vermessen. Wir müssen das Gesamtsystem von der Sensorik bis zur Verarbeitung der Daten und dann zur Entscheidungsfindung, welche Aktivitäten das Schiff jetzt als nächstes machen soll, entsprechend einsetzen. Dazu liefern diese Sensoren natürlich die notwendige Entscheidungsgrundlage. Ist der Weg frei für das Fahrzeug? Sind irgendwelche Störungen zu erwarten oder vorhanden? Das Projektergebnis von Amesia ist, dass wir jetzt ein Schiffskonzept haben für ein solches hochautomatisiertes Rezirkulationsschiff, mit dem wir kontinuierlich und hochautomatisiert den Emder Hafen unterhalten können. Die Firma Marewal ist ein beratendes Ingenieurbüro aus dem Bereich Sonderschiffbau und Meerestechnik. Und wir haben in dem Projekt Amesia uns um 2 Sachen primär gekümmert. Und zwar ist das die schiffbauliche Konzeption, also für die Umsetzung der Automation des Baggersystems und des autonomen Betriebs, sowie die wirkliche Prozessaufnahme und Prozessoptimierung der Baggerei. Das neue Antriebssystem verbraucht deutlich weniger Energie und ist aus dem Grund umweltfreundlicher als ein klassisches Schiff oder ein klassischer Bagger im Einsatz. Das Schiff könnte mit den Grundunterlagen so in eine Ausschreibung und einen Bau gehen. Die Aufgabe des DLR war es, die entstandene Technologie abzusichern, zu untersuchen und zertifizierbar zu machen, sodass man deren Zuverlässigkeit nachweisen kann. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt nutzt diese Erfahrung, um sich aktiv in die Diskussion einzubringen, wie in Zukunft automatisierte Schiffe auf See zuzulassen sind.